Die Initiative Soonwald hat eingeladen, das Ministerium, insbesondere die Ministerin, zu einem Waldbegang im Soonwald. Und hier wollen wir ihr gerne die Schönheiten und Besonderheiten des Soonwaldes einmal zeigen. Die Initiative Soonwald hat schon sehr lange sich mit Fragen eines Nationalparks beschäftigt. Man braucht nur zu denken an die drei großen Konferenzen, die Soonwald-Konferenzen, die wir gemacht haben, und auch einige andere Veranstaltungen, zum Beispiel also Veranstaltungen mit Leitern von Nationalparks. Als Forstamtsleiter hier im Forstamt Entenpfuhl war ich relativ lange, nämlich 30 Jahre, und ich kenne den Soonwald eigentlich sehr gut. Außerdem war ich in Amerika und habe dort auch 10 Nationalparke kennengelernt und in Kanada auch noch welche. Das heißt, ich weiß also schon recht gut Bescheid und habe also doch einen Maßstab und kann sagen, dass der Soonwald hervorragend eigentlich hier auch in die Reihe der Nationalparke passt und dass das eigentlich eine gute Entscheidung wäre, wenn man den Soonwald als Nationalpark sich aussuchen würde. Ich liebe diesen Soonwald. Es ist für mich wie das Paradies. Die Bäume, der Schwarzstorch, ich weiß sogar, wo der wohnt. Und viele schützenswerte Tierarten gibt es hier. Der Soonwald ist für mich das schönste Waldgebiet Deutschlands. Ich habe den Bayerischen Wald besucht im Urlaub. Der kann da nicht dran tippen. Der Soonwald ist viel höherwertiger. Wir brauchen ein Rückzugsgebiet für Mensch und Tier und deswegen Nationalpark Soonwald. Ich möchte, dass die Vielfältigkeit unserer Pflanzen und Tiere erhalten bleibt. Wir brauchen große Waldwiesen, die aber auch gepflegt werden müssen. Auch unsere einheimischen Orchideen brauchen ihre speziellen Standorte. Die Regelungen von einem Nationalpark sind deshalb erforderlich. Wir brauchen unseren Nationalpark Soonwald nahe. Wenn wir die Landschaft so heute betrachten, sehen wir eigentlich eine Naturlandschaft, aber in Wirklichkeit ist es das, was die Erde durch die Evolution hervorgebracht hat. Und wir müssen uns klar sein, dass wir den Charakter dieser Landschaft nicht verändern dürfen. Die Landschaft gehört uns allen. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat heute schon 100% der Energie, die er braucht, durch erneuerbare Systeme erzeugt. Wir haben jetzt eine Situation, dass völlig rücksichtsloses Streben nach Gewinn zu einem Übermaß an Windkraftanlagen geführt hat. Ich würde sagen, das hat zu den schlimmsten Verheerungen geführt seit dem 30-jährigen Krieg mit unserer Landschaft. Gerade deswegen ist es besonders wichtig, dass die Natur, aber auch der Mensch und die Tiere und die Pflanzen Rückzugsräume brauchen. Erst vor kurzem hat eine Gruppe Bürger 5000 Unterschriften gegen diese Verspargelung des Soonwaldes und gegen die aggressive Ausbreitung von Windkraftanlagen in der Landesregierung in Mainz unterbracht. Unsere Position ist ja zu erneuerbaren Energien, aber nein zu ihrer naturschutzfeindlichen Ausbreitung. Dafür stehe ich. Am liebsten wäre mir eine Forstwirtschaft, die den Naturschutz im Wald überflüssig machen würde. Doch zurzeit geht nicht nur über den Soonwald, vorher schon über den ganzen Hunsrück eine Landschafts- und Waldzerstörung einher, wie es sie seit Menschengedenken noch nicht gegeben hat. Dabei hätten sich meiner Meinung nach die Forstleute mehr vor ihren Wald stellen müssen. Darüber bin ich sehr enttäuscht. Es ist ein unheimlich gutes Gefühl, hier zu stehen und so einen starken Baum im Rücken zu spüren, eine alte Eiche, an der vielleicht der Schinderhannes schon mal sein Pferd angebunden hat. Und es tut mir aber gleichzeitig weh, es tut mir fast körperlich weh zu wissen, dass dieses vielleicht letzte oder eines der letzten Kleinode der Unversehrtheit in Deutschland, der Soonwald, ohne besonderen Schutzstatus dasteht und keine starke Lobby hat.
Das ist für mich unfassbar. Ich habe große Hoffnungen auf die neue rot-grüne Landesregierung gesetzt und ihre Kompetenz und gehofft, dass es mehr Schutz für unseren Schatz gibt. Bisher ist leider noch nichts passiert. Auch als Nationalpark stehen wir jetzt in der zweiten Reihe, obschon wir alle Voraussetzungen dafür haben, denke ich, hier einen erfolgreichen neuen Nationalpark für Rheinland-Pfalz gründen zu können. Es ist einmal die Biodiversität, die es wert ist, hier geschützt zu werden. Wir haben hier Tiere, die sensible Bioindikatoren sind für die Geschlossenheit des Waldgebietes, wie der Luchs, wie der Schwarzstorch, die Wildkatze. Und wir haben touristische Merkmale hier, die für einen Nationalpark deutschlandweit einmalig werden. Das ist das Weinbaugebiet der Nahe und es sind 3 Kurbäder. Und wir sind ganz dicht dran an den Ballungsräumen. Die Infrastruktur stimmt. Das heißt, hier könnte man einen Nationalpark gründen, der ein einmaliges Profil hätte europaweit und sicher erfolgreich wäre. Und um Erfolg geht es uns doch. Wir haben leidenschaftlich diskutiert seit Jahren hier und immer mehr Menschen im Sonnwaldraum wünschen sich einen Nationalpark. Und ich finde, wir haben die Stufe 2 jetzt verdient. Musik.